Die Tage in der Schweiz gehen jetzt heute zu Ende für die Düsseldorfer EG mit 3 Testspielen gegen Erstligisten. Und damit endet auch die Saisonvorbereitung für die Mannschaft von Cheftrainer Harold Kreis. Die Eindrücke hier waren absolut positiv. Die DEG hat sich gegen die Erstligisten auf Augenhöhe präsentiert, hat eigentlich auch die Gegner beherrscht, Siege eingefahren. Besonders hervorzuheben ist vielleicht die Reihe um Kenny Olimp und die Außen Chad Nehring und Luke Adam, die ja als Scorer auch sehr in Erscheinung getreten sind. Insgesamt macht die Mannschaft einen sehr stabilen Eindruck, hat einen Torhüter Matthias Niederberger in Frühform und wirkt in der Defensive einfach sehr kompakt, physisch auch noch mal robuster als in der vergangenen Saison. Und ja, der Trainer und auch der sportliche Leiter waren bis hierhin eigentlich zufrieden. Nächsten Freitag geht es dann los mit dem Heimspiel gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Das wird sicherlich dann nochmal einen etwas anderen Charakter haben, das ist klar. Aber das Fazit hier für die DEG aus Jursee, absolut positiv.